Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Zu Hause an den Fernsehgeräten. Es ist also wieder einmal soweit, der Eurovision Song Contest findet diesmal im romantischen Seebad Brighton in der Nähe von London statt. Sie sehen hier ein paar Bilder, alte Bilder von Brighton. Das Orchester, das die Eurovisions Signation gespielt hat, ist auch gleichzeitig das Orchester des heutigen Abends und ist sehr wichtig für alle Sänger, die da auftreten und die jetzt schon ihrem Auftritt entgegenzittern. Der seit 4 Jahren totgesagte Eurovision Song Contest kommt also jetzt, trotz allem, während der nächsten 2 Stunden zu Ihnen ins Haus. Er soll Ihnen über das springlebendige Unterhaltungsmusik schaffen in den westlichen europäischen Ländern ein bisschen einen Überblick geben und gleichzeitig die besten und natürlich auch die kommerziellsten Schlagerproduktionen von Good Old Europe vorstellen. Da haben sich die Engländer hier bei diesen Bildern einen ganz besonderen Gag ausgedacht. Für die Showbranche ist dieser Song Contest der Eurovision jährlich ein Stichtag, dem alle Beteiligten mit spannungsgeladener Brust entgegenfiebern. Er hat auch was Sportliches an sich, denn eine Jury wird, wie Sie wissen, am Ende den Sieger ermitteln. Nach sehr fachlichen und deshalb vielleicht auch ein bisschen versteinerten Grundsätzen. Österreichs Zuschauer haben uns in den vergangenen Jahren immer wieder geschrieben, sie wären mit der Entscheidung der Jury nicht einverstanden gewesen. Ihnen hätte ein anderes Lied als jenes, das dann Sieger geworden ist, besser gefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, Sie sollten unabhängig von der Entscheidung der Jury, die heute getroffen werden wird, einen Sieger nach unserem, nach österreichischem Geschmack bestimmen können. Sie haben also heute die Möglichkeit, uns nach den Songs, nachdem alle 17 Songs abgelaufen sind, anzurufen und Ihren Favoriten zu nennen. Wir werden den Favoriten, sollte es ein anderer sein als der, der von der Jury gewählt wird, dann im Ö3 ein bisschen feiern in den nächsten Wochen. Ganz am Schluss der Sendung werde ich Ihnen dann sagen, ob sich der Preis der Österreicher mit dem offiziellen ersten Preis deckt. Unsere Nummer 0222 65 67 39. Und hier blicken wir schon hinein in die Music Hall von Brighton, wo der Eurovision Song Contest stattfindet. Sie sehen im Hintergrund die Kabinen der Moderatoren. Das Publikum ist bereits hoch gestimmt. In England ist dieser Eurovision Song Contest ein wirkliches gesellschaftliches Ereignis, auch für die jeweilige Stadt, in der er stattfindet. Ein sehr groß angelegtes Bühnenbild, in dem sich nun die Sängerinnen und Sänger der einzelnen Länder bewähren müssen. Der ständige Dirigent des Orchesters. Ladies and gentlemen, Madame and Monsieur, Katie Boyle. Hier ist Katie Boyle, die offizielle Ansagerin für den heurigen Eurovision Song Contest. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this, the 19th Eurovision Song Contest, coming to you from the Dome in Brighton. In a few moments, artists from 17 countries will be singing the song of their country's choice to decide which one will receive the Grand Prix of 1974. And this contest via Eurovision and Intervision is being transmitted to no less than 32 countries. So something like. Der Contest wird also in 32 Länder übertragen und viele Millionen werden ihn via Eurovision und Intervision sehen können. Who are listening to their radios all over Europe. Well, this really is a fantastic thought, but I would still like to extend to each and every one of you a very warm welcome to Brighton. Now, the order in which the songs will be sung has been decided by the drawing of lots. And afterwards, these will be voted on by national juries in the participating countries. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Jetzt geht also das Ganze nochmal in Französisch herunter. Die Reihenfolge der Auftritte wird natürlich immer wieder durch das Los bestimmt und die Bestimmung dieses Loses ist ja auch etwas Spannendes für diejenigen, die daran teilnehmen. Denn Sie können sich vorstellen, dass natürlich der erste Platz nicht gerade ein prominenter Platz ist, während der letzte Platz selbstverständlich gerne in Anspruch genommen wird. Diesmal war Italien das glückliche Land. Giliola Cinquetti wird an letzter Stelle singen und sie hat auch gleichzeitig einen richtigen Favoriten.
mitgebracht. Wenn ich in die Reihenfolge schnell sagen darf, Finnland, England, Spanien, Norwegen, Griechenland, Israel, Jugoslawien, Schweden, Luxemburg, Monaco, Belgien, die Niederlande, Irland, Frankreich ist diesmal nicht dabei. Nach Irland kommt also gleich Deutschland, die Schweiz, Portugal und Italien. L'ordre dans lequel les chansons seront chantées a été décidé en tirant. Sie sehen rechts im Bild die große Anzeigentafel. Da geht es dann am Schluss, wenn die Jury entscheidet, sehr turbulent zu. Eh bien, mesdames et messieurs, le moment est venu d'écouter la première chanson dans ce concours. Ladies and gentlemen, the moment has come to hear the first song in the Eurovision Song Contest of. Jetzt steigen wir also ein ins Programm. Wir hören gleich den ersten Song. Finnland. Man könnte beinahe sagen, das unglückliche Finnland. Denn es hat den ersten Platz gezogen, zählt zu den traditionellen Verliererländern des Eurovision Song Contests, ist aber nach wie vor mit sehr viel Intensität mit dabei. Die junge Dame, die singen wird, heißt Karita, da ist sie schon. Ein nettes finnisches Mädchen. Sie ist in Finnland nicht so sehr bekannt, bei uns überhaupt nicht. Aber Ossi Runne, der die Kleine begleiten wird, beziehungsweise das Orchester dirigieren wird, der ist sehr bekannt als Musiker in Finnland und in der Welt. Das Lied heißt Halt mich warm, alle mene pois. Wir sehen hier Carina bei Spaziergängen in Helsinki. Und jetzt schalten wir wieder live in The Dome nach Brighton, wo Carita sehr aufgeregt als Erste auf die Bühne kommen wird. Das ist Ossi Runne, von dem ich Ihnen vorhin erzählt habe. Das ist also die kleine Carina, die nach guter alter Crooner-Manier sich auch ans Klavier gesetzt hat. Keep me warm, halt mich warm.
So, und jetzt ist England an der Reihe, schon der erste Favorit heute. Favorit vor allem wegen der weltbekannten Sängerin, die die Engländer hier in Brighton auf die Bühne stellen. Keine geringere als Olivia Newton-John. England hat seit 1956, seit da gibt es den Song Contest, zweimal gewonnen. Und zwar 67 hier in Wien mit Puppet on a String und 69 in Madrid zusammen mit Spanien, mit Niederlanden und mit Frankreich. Das ist die showgewohnte Olivia. Hier sitzt sie, umgeben von Reportern. Das hier sind Fotos von Auftritten der Olivia Newton-John. Das Lied heißt Lang lebe die Liebe, Long live love. Ist ein wirklich reizendes Mädchen und hat nicht nur in England, sondern in der Zwischenzeit bereits in der ganzen Welt große Erfolge. Eine ganze Reihe von Langspielplatten gibt es bereits von ihr. Und da kommt auch schon Nick Ingman, der Dirigent. Ja, er nimmt die Sache wirklich ernst. Und da der große Star, Olivia Newton-John. Die Engländer jubeln ihr natürlich zu. Sie ist der lokale Matador heute. Lang lebe die Liebe. Natürlich großen Jubel. Das Watschen einfach geschriebene Lied geht auch sehr ins Ohr. Lang, lang, live, love. Punkten Sie bitte zu Hause mit, wenn Sie Lust dazu haben. Und rufen Sie uns dann an, welcher der 17 Schlager Ihnen am besten gefallen hat. Unsere Nummer, Sie wissen es ja, 65 67 39 in Wien. Sie haben schon gesehen, Spanien ist jetzt an der Reihe und das ist Perret. Er heißt in Wirklichkeit Pedro Pubill Calaf. Perret kennen Sie von einem einzigen Titel, nämlich Porriquito. Ich glaube, da singt dann gerade, wir hören den Ton nicht. Spanien hat 68 und 69 den Song Contest hintereinander gewonnen, ist auch gleichzeitig ein verbissener Teilnehmer und ein Verfechter dieses Eurovision Song Contests. Das Lied heißt, dass Perret singt Canta y sé feliz, zu Deutsch etwa Sing und sei glücklich, geschrieben und komponiert von Perret selber. Und hier ist ein Herr namens Rafael Ibarbia, das ist der Dirigent. Er wurde im letzten Moment ausgewechselt, weil Herr Calderón, der ursprünglich dirigieren sollte, krank wurde.
Also Daumen drücken für Spanien. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero, no sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente, no sirve de nada. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa, no sirve de nada. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, así queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo, si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, así queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar, así queréis tener cantar, alegría así cantar, que para disfrutar cantar, cántese feliz. Tiene que cantar conmigo que para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Cantar, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cántese feliz. Canta y sé feliz, canta y sé feliz, cantar y cantar. Ja, ja, der jagt die Ameisen aus dem Kuchen. Das war Perret mit der spanischen Nummer und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Erfolgsmöglichkeiten drinstecken. Wir haben ihm ein Mikrofon gleich hinter die Krawatte gebunden. Hoher Besuch, wie Sie hier sehen. Aber es geht gleich weiter, gleiche Chancen für alle. Norwegen ist an der Reihe. Das traditionelle nordische Land, ein traditionelles Verliererland, auch beim Eurovision Song Contest. Die hübsche Anne-Karin Ström heißt sie. Wird das Lied Der erste Tag der Liebe singen. Ich habe das Lied schon ein paar Mal gehört. Ich habe es wirklich ein paar Mal angehört, aber ich habe immer noch den Eindruck gehabt, dass es halt doch ein bisschen altmodisch geworden ist. Aber bilden Sie sich selber Ihr Urteil drüber. Sympathisch ist sie jedenfalls. Und jetzt ist sie dran. Anne-Karin Ström für Norwegen. Und alle Norweger drücken die Daumen. Frode Tingnes, der Dirigent, tritt ans Pult und schon ist sie da. And today is the first day of living, understanding the world of the day. So we faith in the things we believe in. There will always be help on the way. We are changing the tide every hour. On the wall, awaiting the love revolution. We all know the curtain will fall. Can't you
tune with your own generation. You are finding love in your heart, and today is the first day of living. Ja, das also war Norwegen. Wir haben bereits nach den ersten drei Beiträgen, dass ich sie über die Zunge bringe, schon zahlreiche Anrufe bekommen. Wir geben Ihnen ja jetzt die Möglichkeit, auch selber einen österreichischen Geschmackssieger zu ermitteln. Da liegt also England jetzt an der Spitze. Aber Sie sollten sich alle 17 ansehen. Griechenland zum Beispiel ist zum ersten Mal beim Eurovision Song Contest mit dabei. Wunderschöne Bilder erinnern an den Urlaub, den Sie noch vor sich haben. Und das ist Marinella, die Sängerin des griechischen Beitrags. Aus Athen. Das Lied heißt Der Wein, das Meer und meine Geliebte, sehr stark folkloristisch angehaucht. Buzuki ist natürlich mit dabei. Sie hat eine sehr herbe Stimme. Sie werden es dann hören. Hier ist also Griechenland mit Marinella zum ersten Mal dabei und mit Krassi Thalassa Ketagorimou. Der Dirigent George Katsaros. Και τα αγόρι μου. Πόρτα έχω
αγόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο παρασάκια, αγόρι μου. Λα. Es wird immer deutlicher, je mehr künstliche Strömungen in die Popmusik hineinkommen, desto mehr besinnen sich die Länder des Eurovision Song Contests auf ihr folkloristisches Repertoire. Wir haben das vorhin schon gesehen bei Spanien, jetzt auch in Griechenland. Israel ist zum zweiten Mal dabei beim Eurovision Song Contest, war voriges Jahr, ich glaube, auf dem zweiten Platz gelandet. Diesmal ist es die Pugi Group, die für Israel singt. Auch hier werden Sie wieder ein stark folkloristisches Lied hören. Es heißt, ich gab ihr mein Leben, und Pugi singen es in Hebräisch. Jonathan Rechter wird die Gruppe dirigieren, das Orchester dirigieren, das die Gruppe unterstützt mit ihren Instrumenten. Dani Sanderson hat die Musik geschrieben und er ist auch verantwortlich, gemeinsam mit Alon Olearczyk, für den Text. Pugi Group tritt jetzt eben in der Music Hall in Brighton auf die Bühne und singt für Israel. Yeah.
Das also war Israel, die Pugi Group. Ich darf Ihnen vielleicht einen Bericht von der Telefonfront geben. Die österreichischen Zuschauer haben einen ganz klaren Spitzenreiter bis jetzt. Nach 5 Beiträgen führt für Österreich Großbritannien klar vor Spanien. Jugoslawien ist jetzt an der Reihe. Jugoslawien wird ebenfalls eine Gruppe präsentieren, die Corny Group. Und diese Corny Group bringt ein Lied von Cornelie Kovacs, das ein sehr programmatisches Lied ist. Ich möchte beinahe sagen, es ist ein politisches Lied. Es heißt Generation 42, der Jahrgang 42, wenn Sie so wollen. Und ein sehr zeitbewusstes Lied, das die Corny Group aus Jugoslawien hier in Brighton singen wird. Der Dirigent ist Zvonimir Skerl. Er wird jetzt gleich hinten auf der Bühne erscheinen, am Dirigentenpult. Hier sehen Sie aus Zagreb ein paar Bilder. Und jetzt sind wir wieder in Brighton. Hier ist Zvonimir Skerl. Und hier die Corny Group. Kovne noći te 42. godine činilo se kao da će sne, a stigao je rat i vojnik neki tuđ i stran. Čujem zveke da plačem sa rukom na usnama. Moja generacija i 42. dobro je pregurala. Da znam gde živi, gde pije, peva, gde je sad. Moja generacija i 42. sva se već poženila i čuva slatku decu. Man muss den Burschen aus Jugoslawien einigen Mut bescheinigen. Sie haben offensichtlich ganz bewusst auf einen kommerziellen Hit verzichtet und dafür einen musikalisch sehr interessanten Song auf die Bühne von Brighton gestellt. Schweden ist jetzt an der Reihe. Schweden hat noch nie gewonnen und will jetzt offensichtlich mit Macht gewinnen. Denn was die Gruppe ABBA bietet, das ist niemand anderer als Björn, Benny, Anna und Frieda. Unter diesen Namen waren sie früher bekannt. Das ist bereits schon Favorit in vielen Hitparaden. Sie kennen es, wenn Sie Pop-Freund sind, ganz bestimmt schon. Es ist Waterloo, ein dem modernen Pop-Empfinden entsprechender Song. Er ist absoluter Favorit, aber bitte lassen Sie sich dadurch
nicht beeinflussen, wenn Sie mitpunkten zu Hause in unserer österreichischen Nebenjury 65, 67, 39, dann soll allein Ihr Gefühl sprechen. Als Napoleon verkleidet, Waterloo heißt das Lied, tritt hier Sven-Olof Waldorf, der Dirigent, auf. Ist ein ganz besonderer Gag, den gab es bisher beim Eurovision Song Contest noch nie. Aber mit Ihrem Song Waterloo. Repeating itself. Waterloo, I was defeating you on the wall. Waterloo, promised to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Wäre man versucht zu sagen, typisch schwedisches Temperament. Das waren die ABBA, die Gruppe ABBA aus Schweden mit Waterloo. Und diesmal werden sie sicher im Spitzenfeld landen. Das steht ganz außer Frage. Ich darf Ihnen vielleicht jetzt noch einmal kurz von der Telefonfront berichten. Die österreichischen Spitzenreiter nach 7 Beiträgen. Immer noch England vor Spanien und Israel. Ja, jetzt ist Luxemburg an der Reihe, ein echt europäischer Staat, denn das Luxemburger Lied wurde von Deutschen geschrieben, von einer Engländerin wird es gesungen, von Irene Shear, Sie sehen sie hier, spazierengehenderweise, und ist im Original französischsprachig. Es heißt Bye Bye, I Love You, brauche ich Ihnen nicht zu übersetzen. Irene Shear wurde gerade im letzten Jahr im deutschsprachigen Bereich zu einem richtigen Star. Dirigiert wird Bye Bye I Love You für Luxemburg von Charles Blackwell. Ein Musiker, der sich auch schon profiliert hat. Und hier ist Irene Shear in ihrem typischen lindgrünen Kleid. Moi je ne savais presque pas parler français. Quand on s'est connus tous les deux. De ton côté tu ne dis pas un mot d'anglais. Mais tu devinais dans mes yeux. Et nous étions heureux. Tous les rêves sont permis.
ce soir je te quitte. Ton courage change si vite que nos rêves sont finis. Sans permis, je t'aimais, je vais confiancer. J'attendais de l'existence, c'est que tu m'avais promis. Tu les rêves sans permis, tu n'as pas été fidèle. Irene Scheer hat für Luxemburg gesungen, einen deutschen Schlager, wurde von Deutschen komponiert und getextet. Das französische Original sollte also die Verbundenheit Luxemburgs zum französischen Raum dokumentieren. Irene Scheer hat gesungen. Jetzt ist das kleine Fürstentum Monaco an der Reihe, ist auch ein ständiger Teilnehmer des Eurovision Song Contests und hat auch schon einmal gewonnen, nämlich 1971. Sie werden sich erinnern an den Schlager En banque, en arbre, une rue, gesungen von Severin damals. Das diesjährige Lied ist im Aufbau, Sie werden es ja dann gleich hören, diesem Schlager ganz ähnlich. Da haben die Monegassen halt einfach auf Nummer sicher gesetzt. Es heißt, einer der bleibt und einer der geht. Der Sänger heißt bei uns nicht bekannt Romuald. Und hier ist Raymond Donnet, der Dirigent, ein ganz junger Dirigent. Celui qui part, c'est déjà que quelqu'un l'attend. À la fin d'un amour, à l'instant du dernier regard, il y a toujours, toujours sur terre quelque part. Celui qui reste, celui qui s'en va, celui qui part et celui qui n'ose pas. T'en arrives là, tu as la force de partir, je ne l'ai pas. Bien sûr que je comprends, bien sûr que
je ne t'en veux pas. Mais déjà, nous voilà devenus, toi et moi. Das also war der Beitrag aus Monaco, gesungen von Romuald. Ich muss Ihnen jetzt von der Front der österreichischen Zuschauer berichten, von der Telefonfront. Hier liegt jetzt, es ist eine Änderung, Schweden an der Spitze vor Großbritannien und vor Israel. Bedanke mich, dass Sie uns so zahlreich anrufen und dass Sie solches Interesse zeigen am Eurovision Song Contest. So, jetzt ist Belgien an der Reihe. Der Sänger, den Sie aus Belgien hier in Brighton auf der Bühne sehen werden, heißt Jacques Hustin. Man kennt ihn bei uns noch nicht, ist aber ein interessanter Typ und ich glaube, ich hoffe für ihn, dass er ein bisschen mehr ins internationale Business einsteigen kann. Er ist ein guter Sänger. Das Lied ist sehr groß, breitflächig, dramatisch angelegt. Eine Art Barockbeat, die Sie da zu hören kriegen. Es heißt Blume der Freiheit. Pierre Schiffer dirigiert das Orchester in Brighton. Und hier ist er schon, Jacques Hustin. Fleur de liberté, reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Est-ce vraiment un enfant du bon Dieu que j'ai vu passer ce matin? Il avait l'air déjà d'un petit vieux qui n'attend rien du lendemain. Est-ce vraiment un homme à qui j'ai parlé? Il me regardait sans me voir. Pourtant rien d'autre ne nous séparait que le grillage d'un comptoir. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Toi qui étais la princesse du vent, est-ce bien ici que tu vis? Dans ce palais de verre et de ciment, où les arbres sont l'ennemi. Tu as les doigts crispés sur l'avenir, sans voir que le présent est mort. L'heure est venue pour moi de repartir. Ce soir, je serai seul encore. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers. Il y a tant à faire et tant à aimer. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, fleur de liberté. Reviens sur la terre, nos cœurs sont prisonniers.
Belgien, Fleur de Liberté, Jacques Hustin hat gesungen. Nach 10 Beiträgen liegt jetzt in der Wertung der österreichischen Zuschauer Schweden ganz überlegen mit seinem Song Waterloo vor Großbritannien und Israel an der Spitze. Das wird also jetzt doch schön spannend. Die Niederlande sind jetzt an der Reihe. Auch die Niederlande sind ein nicht ganz erfolgloses Land. Sie haben 2-mal den Song Contest bereits gewonnen. Diesmal ist es ein sehr bekanntes Duo, Mouth and McNeil, in Fachkreisen auch La Belle et le Bête genannt, das die Niederlande vertritt hier. Das Lied wird in Englisch gesungen, denn das darf man jetzt auch beim Eurovision Song Contest in einer anderen als in der Landessprache zu singen. Es ist unwahrscheinlich, was die beiden immer wieder treiben. Das machen sie auch bei ihren Auftritten so. Es ist ein mehr oder weniger ein Stimmungsmarsch, zumindest im Refrain, das Sie jetzt hören werden. Und er heißt I See a Star. Mouth and McNeil, dirigiert von Harry van Hoof für die Niederlande. Told me they can be fun too if you only see. There's such a lot of beauty you can live for. You only need someone to open up your eyes, and you will see things never seen before. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. You open up my eyes for all the beauty, the beauty we're inhaling every day. It's been there all my life, so it's my duty. We'll keep on burning till the end of time. I see a star, a brand new star. It's right there twinkling in your eyes. I see a face, a happy face. It's like the mirror of my mind. I see a star, a brand new star. It's like a twinkling in your eyes. Happiness now is being shared by two. I just started my life anew. I see a star, a brand new star. Das waren die Niederlande mit Mouth and McNeil, I See a Star. Wenn Sie zu Hause mithelfen wollen, ein spezial österreichisches Ergebnis zu finden, dann rufen Sie uns bitte an, 65 67 39 in Wien und bitte keine andere Nummer, nur 65 67 39. Jetzt ist Irland an der Reihe. Wir sehen ein paar Bilder aus Irland. Tina Reynolds ist die Sängerin, eine typische Irin, eine typische Engländerin, könnte man beinahe sagen, von unserer Sicht aus. Sie wird ein sehr beschwingtes Lied präsentieren, ganz in der Eurovisionsmasche gestrickt und mit der typischen Eurovisionszeile La 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 La. Der Titel heißt Cross Your Heart, sein Clap Hands Hit, wie man so schön sagt.
und wird dirigiert von Coleman Pearce, und der nicht unbekannte Komponist Paul Little hat das Lied geschrieben, er hat es auch getextet. Hier ist Coleman Pearce, fast zu Hause und doch nicht daheim, könnte man sagen. Und jetzt wird sie gleich auftreten. Tina Reynolds für Irland. Das war Irland. Tina Reynolds hat für Irland gesungen, La 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 oder Cross Your Heart, wie immer Sie wollen. In der österreichischen Telefonwertung liegt Schweden noch immer ganz klar vor Großbritannien und vor Israel. So, und jetzt ist Deutschland an der Reihe. Von 14 deutschen Journalisten, die man befragt hat, hat keiner auf einen deutschen Sieg getippt. Aber was nicht ist, das kann ja immer noch werden. Das Stimmungsduo, wir alle kennen sie, Cindy und Bert, wurde dafür gewonnen, beim Eurovisions-Contest Deutschland zu vertreten. Kein geringerer als Kurt Fels hat den Text für den Schlager geschrieben und Werner Scharfenberger hat diese Melodie geschrieben. Sie heißt Sommermelodie. Sie sehen hier Werner Scharfenberger. Er ist verantwortlich für die Musik. Und Cindy und Bert sind jetzt sicher schon aufgeregt. Sie vertreten unsere Brüder im Norden. Sie vertreten Deutschland beim Eurovision Song Contest mit der Sommermelodie. Ich hab dir heute geschrieben, es ist vorbei, doch du bist da und das find ich schön. Ich soll dich nicht mehr lieben, du bist nicht frei und ich muss gehen. Ich muss gehen. Ich hab dir angesehen, was du verschweigst, denn auch dein Herz, das hat sich verirrt. Und keiner weiß, was nun wird. Die Sommermelodie, die ist nur Träume. Beide sind verliebt und das darf
schön, doch leide nicht wahr. Und dieses Lied der Liebe klingt durch den Raum, wir sind ein Paar. Die Sommermelodie, die ist nur Träumerei. Wir beide sind verliebt und das darf doch nicht sein für uns zwei. Die Sommermelodie, die sagt, du bist nicht frei. Ja, auch den berühmten Halbtonschritt haben sie sich nicht verkneifen können. Das war also das deutsche Lied, die Sommermelodie, von Cindy und Bert interpretiert. Ja, jetzt ist Switzerland an der Reihe, die Schweiz, die Schweizer Nachbarn. Ein Österreicher, ein gebürtiger Österreicher hat die Melodie für die Schweiz geschrieben. Er heißt Pepe Ederer und leider ist es halt doch ein bisschen ein Schmachtfetzen geworden. Sie werden es ja dann gleich hören. Pierre Martel hat die Aufgabe, dieses Lied für die Schweiz zu singen. Mein Ruf nach dir, so wird es genannt. Pepe Ederer werden Sie gleich kennenlernen, den Komponisten. Er dirigiert sein Oeuvre hier beim Eurovision Song Contest selber. Tippen Sie bitte zu Hause noch mit. Wir wollen nach Ablauf aller Beiträge auch gleich die österreichische Zuschauerwertung haben. Momentan ist es so, dass Schweden an der Spitze liegt, und zwar ganz klar vor Großbritannien und Israel in der österreichischen Zuschauerwertung. Pierre Martel singt für die Schweiz. Mein Ruf nach dir. Die Erinnerung an unser Glück treiben ein wildes Spiel mit mir und jeden Augenblick der Zeit. Ich hole ihn aus der Vergessenheit zurück. Mein Ruf nach dir, das wird ein Schrei der Liebe sein. Das Lied der Sehnsucht singt dazu der Wind. Mein Ruf nach dir soll wie ein Strahl der Freude sein, der unsere Liebe neu zum Blühen bringt. Mein Leben lohnt, wenn es so weitergeht, ganz ohne dich. Tage, die nichts als Träume sind, mein Leben ist ein leerer Raum. Die Wirklichkeit ist nur ein Schattenbild für mich. Mein Ruf nach dir soll
Ja, das war die Schweiz. Der Ruf nach dir mit Piera Martel. In der Zwischenzeit hat sich in der österreichischen Wertung, in der Wertung der österreichischen Zuschauer, ein bisschen was geändert. Erster Platz noch immer Schweden, zweiter Platz noch immer Großbritannien, aber dritter Platz jetzt wird von den Niederlanden eingenommen nach 14 Beiträgen. Die Anrufe unserer Zuschauer haben diese Wertung gemacht. Portugal ist jetzt an der Reihe. Paulo de Carvalho wird singen. Das Lied stammt von José Nissa und von José Calvário. Er singt in Portugiesisch und es ist halt die gängige Unterhaltungsware, die er uns da bietet, ein bisschen verwaschen. Wenn ich das sagen darf, ich kenne das Lied schon. Ein sehr sympathischer Sänger übrigens, Paulo. Hier ist der Dirigent José Calvário. Und jetzt geht's los für Portugal and Then After Love. E depois tu adeus. Faço aqui quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor. Enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e poder. Tu vieste em flor, te desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos nós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. Quando morreste em flor, der portugiesische Beitrag von Paulo de Carvalho, gesungen And Then After Love, und dann nach der Liebe. Na, da hat es ein paar Kameraschwierigkeiten gegeben, aber schon wieder behoben. Das ist eine Live-Sendung. Und wie Vico Toriani so schön sagt, das Schöne an einer Live-Sendung sind die Pannen, die da passieren können. Italien an letzter Stelle, das ist eine wunderbare Position, die, von der jeder träumt, der am Eurovision Song Contest teilnimmt. Giliola Cinquetti hat bereits einmal gewonnen, 1964. Das Lied kennen Sie, Non ho l'età. Und diesmal ist sie also wieder dabei mit einem Lied, das den kurzen Titel trägt, Sie. Zu Deutsch Ja. Es ist ein echter Favorit auch hier in Brighton. Und Gianfranco Monaldi dirigiert das Orchester für Italien. Giliola Cinquetti, süß und liebreizend wie immer, betritt hier die Bühne und wird ihr Lied als letztes trällern. Sul vestito mio
non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiara l'atmosfera e dovevo dirgli sì, sì. Per paura o per amore, non me lo chiesi mai. Sì, dolcemente dissi sì, per provare un'emozione che non ho avuto mai. E quando nel suo viso tutto il cielo si scoprì, se mi svegliassi mi addormentai, i sogni miei che tanti praterie, le mani tue strette nelle mie. Correvamo e poi, correvamo e poi si fece chiara l'atmosfera e tornai a dirti sì. Das also war der letzte Beitrag, Italien, zu diesem Eurovision Song Contest 1974. Giuliola Cinquetti mit ihrem Lied Sie, ein langsames Lied, ein sehr emotionelles Lied, zum Unterschied von den schnellen Liedern, die bisher im Geschmack der österreichischen Zuschauer eigentlich vorne rangieren. Uns haben die Zuschauer angerufen. Und es steht also jetzt so, dass Schweden an erster Stelle, Großbritannien an zweiter und Niederlande an dritter Stelle ist. Aber jetzt wollen wir uns einmal der offiziellen Jury widmen. Jedes teilnehmende Land hat eine Jury entsendet. Sie besteht aus jeweils 10 Mitgliedern. Jedes Mitglied dieser Jury hat einen Punkt abzugeben für dieses Land, das sie am würdigsten hält, den ersten Platz zu besetzen. Es ist natürlich nicht möglich, dass eine Jury von England für England punktet. Also für das eigene Land darf die Jury nicht punkten. Auf der großen Anzeigentafel werden Sie dann sehen, wie im Verlaufe der Wertung die Plätze tauschen. Und das ist immer ein ganz spannendes Spiel. Ich würde sagen, wenn Sie zu Hause noch anrufen wollen, Sie haben jetzt noch genau 5 Minuten Zeit dazu, dann schließen wir unsere Telefone dafür. Wir wollen also neben dem Ergebnis, das die offizielle Jury ermittelt, auch ein Ergebnis der österreichischen Zuschauer haben. Es gibt jetzt einen unterhaltenden Beitrag. Während dieser Zeit wird die Jury ihre Sitzungen haben und die Vorsitzenden der Jurys geben dann, während dieser Beitrag läuft, ihre Wertungen dem Vorsitzenden ab. Und dann wird also die ganze Prozedur abgewickelt und wir werden das an der großen Anzeigentafel sehen, wie es läuft. Nach 17 Beiträgen, also nach den gesamten Beiträgen, steht es in der Gunst der österreichischen Zuschauer folgendermaßen: Schweden ganz überlegen. Vor England, zweiter Platz, Großbritannien, Sie erinnern sich, Olivia Newton-John. Und Niederlande, Mouth and McNeil. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ergebnis
das an der Anzeigentafel in Brighton dann erscheinen wird, sicher ähnlich sein wird. Aber da lassen wir uns noch überraschen. Bumbles are organized, work as a team. Bumbles are tidy and bumbles are clean. Underground, overground, bumbling free. The Bumbles of Wimbledon, common are we. It's only the beginning of the wombling day, and you've got to do the washing up for Madame Jolet. Remember, 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 remember you're a womble. 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 Remember, remember, remember what a womble, womble, womble you are. Remember you're a womble. 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 Remember, remember, remember what a womble, womble, womble you are. People don't notice us, they never see. Under their noses a womble may be. Womble by night and we womble by day. Looking for litter to trundle away. We're so incredibly, utterly tedious, making the most of everything. Even bottles and tins, pick up the pieces and make them into something new. It's what we do. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. Making good use of the things that we buy. Things that the everyday folks leave behind. Jetzt sind wir also wieder live in der Music Hall in Brighton. Die BBC hat natürlich das ein bisschen genützt, um Brighton in den Vordergrund zu stellen. Wählen Sie für die Wombles, steht auf diesem Plakat. Die Wombles, das sind diese Figuren. Now is the moment when we find out who voted for which song. But just before we do, I'd like to explain how the votes are cast. Die Fernsehsprecherin erklärt uns jetzt noch einmal, wie die Prozedur des Wählens der einzelnen Lieder vor sich geht. Ich hatte es Ihnen vorhin schon gesagt, die Jury besteht aus 10 Leuten, die jeweilige nationale Jury. Und jeder davon hat einen Punkt abzugeben für das Land, von dem er glaubt, dass es würdig ist, den ersten Platz zu besetzen. Der Chairman, der Vorsitzende der Jury, wird dann dieses Ergebnis jeweils dem Mr. Brown, Sie sehen den Herrn, Sie haben ihn gesehen, mit der Brille am Tisch sitzen, an diesem großen Pult sitzen. Miss Boyd wird jedes Land einzeln aufrufen und wird die Ergebnisse dieses Landes, dieser Jury des Landes abfragen. Es ist so, dass die Jury in den einzelnen Ländern sitzt, also nicht in Brighton. Und Miss Boyd erklärt soeben, wenn wir den Kontakt verlieren zu einem Land, dann werden wir eben noch einmal versuchen, es aufzurufen. Sollte der Kontakt dann nicht klappen, dann wird eben von diesem Land nicht gewertet werden können. Donc chaque jury a
Ich möchte in der Zwischenzeit mich herzlich bedanken bei allen Zuschauern in Österreich, die unsere kleine österreichische Seitenwertung mitgemacht haben. Hier liegt also bis jetzt das Ergebnis folgendermaßen. Schweden, ABBA, die Gruppe ABBA mit Waterloo, ganz überlegen an erster Stelle, im Geschmack der österreichischen Zuschauer, und dann England mit Olivia Newton-John, Long Live Love, und dann die Niederlande mit Mouth and McNeil. Wir bitten Sie nun also nicht mehr anzurufen, denn unsere Wertung ist bereits getan. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mitgemacht haben, und ich glaube, dass es doch ein bisschen mehr in den österreichischen Geschmack hinübergeht, wenn wir uns einen eigenen Sieger sozusagen in die Tasche stecken. Ö3 wird dann den Sieger einmal einladen in den nächsten Wochen. Hier ist es eine ganze Gruppe aus Schweden, und wir werden eine größere Sendung damit bestreiten. Dans l'ordre que les chansons ont été chantées. Si nous perdons contact avec un pays, alors je retournerai à ce pays lorsque j'aurai rassemblé les votes de tous les autres pays. Si à ce moment-là, je ne réussis pas à me mettre en contact, malheureusement, on devra dire que les votes de ce jury doivent être considérés nuls. Mais espérons que cela n'arrive pas. Maintenant, Monsieur Clifford Brown, das ist also Clifford Brown, der Herr mit der Brille, der bei allen Eurovision Song Contests sozusagen den Schiedsrichter spielt und unbestechlich ist, und seine Entscheidung ist endgültig. Mr. Clifford Brown is the official scrutineer for the EBU, the European Broadcasting Union, and it was he who drew the lots that decided in which order the countries are going to vote. And he also has the most important job of controlling and checking that the figures given on that board are correct. And I need hardly add that his word is final. Well, I think we are all set. So let's call up our first jury, which is Finland. Yve Ilta. Die erste Jury ist Finnland. Finnland wird also jetzt werten. Katie Boyle, hello Brighton, Helsinki calling. May I have your votes? We are ready, and here are the results of the Finnish jury. United Kingdom, one vote. Royaume-Uni, a vote. Ein Punkt für England. One vote. La Yugoslavie, a vote. Ein weiterer Punkt für Jugoslawien. Sweden, five votes. La Suède, cinq votes. Schweden hat fünf Punkte bekommen von Finnland. Netherlands, one vote. Les Pays-Bas, un point. Ein Punkt für Italy, die Niederlande. Two votes. L'Italie, deux votes. Somit sind die 10 Punkte von Finnland vergeben. That completes the voting of the Finnish jury, if we count out the extra votes given to the announcer. Thank you and greetings from Finland. Bye bye and good night. Thank you very much. Die finnische Jury hat gesagt, die extra Punkte, die ihr zustehen, geben sie der Sprecherin, Miss Boyle. Next Luxembourg. So, Luxembourg, êtes-vous là? Est-ce que je puis avoir Luxembourg wertet jetzt. Il n'y a pas de réponse de Luxembourg. Yes, Luxembourg is here. I hear you clearly. Kleine Verzögerung bei Luxemburg. Here are the results of the Luxembourg jury. Spain, one vote. L'Espagne. Hier kommt also der Punkt für Spanien. Sweden, one vote. La Suède, un point. Aha, hier nur ein Punkt für Schweden. Monaco, two votes. Monaco, deux votes. An Monaco Belgium, zwei. Three votes. La Belgique, trois votes. Ireland, two votes. L'Irlande, und zwei Punkte deux für votes. Irland. Italy, one vote. L'Italie, un point. And that completes the voting of the Luxembourg jury. Thank you very much, Luxembourg. And now we should go on to Israel. So, Erev Tov Jerusalem. Brighton, Jerusalem calling. Here are the results of the Israeli jury. Die israelische Jury spricht wieder direkt aus Jerusalem. La Finlande, deux points.
Sweden, 2 points. La Suède, 2 points. Schon im Anfangsfeld liegt Schweden sehr weit vorne. Luxembourg, 2 votes. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Netherlands, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Irlande, 1 point. Irlande, 1 vote. Italy, 1 point. Italie, 1 point. And that completes the voting of the Israeli jury. Good night and thank you very much. Hier arbeitet sich ein Unterschied zur österreichischen Wertung heraus. England hat erst einen Punkt, während England bei uns schon an zweiter Stelle liegt. An zweiter Stelle liegt Italien. Oslo. Are you there? We are indeed. Hello, Brighton. Here are the results of the Norwegian jury. Die norwegische Jury. Spain, 2 votes. L'Espagne, 2 votes. Sweden, 2 votes. La Suède, 2 votes. Monaco, 1 vote. Monaco, 1 point. Belgium, 2 votes. La Belgique, 2 votes. Holland, 1 vote. Les Pays-Bas, 1 point. Ireland, 2 votes. L'Irlande, 2 votes. And that completes the voting of the Norwegian jury. Good night. Good night, Oslo. Thank you very much. Norwegen, Griechenland und noch ein paar andere sind noch als weiße Felder an der Anzeigentafel. Jetzt kommt also die englische Jury an die Reihe. Da gibt es natürlich wieder keinen Punkt für England. La Finlande, 1 point. Israel, 2 votes. Israel, 2 votes. Ireland, 1 vote. L'Irlande, 1 vote. Switzerland, 1 vote. La Suisse, 1 point. Italy, 5 votes. Die Engländer geben den Italienern 5 Punkte und somit schließen die Italiener sehr eng auf. Giliola freut sich sehr darüber. Liegt Italien somit jetzt an zweiter Stelle nach Schweden. An dritter Stelle Irland mit 6 Punkten. Zagreb wird gerufen. Die jugoslawische Jury. You said it very well, this Dobroveče, I must say. This is Zagreb calling, of course. I hope you can hear us well enough. Beautifully, beautifully. All right, then, here are the results of the Yugoslav jury. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 votes. Also 4 Punkte für England, somit holt England Sweden, wieder ein bisschen auf. 1 point. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 2 points. Luxembourg, 2 points. And Netherlands, 3 points. 3 Punkte für die Niederlande. And that completes the voting of the Yugoslav jury. Schweden, Italien und an der dritten Stelle gleich 2, nämlich die Niederlande. Jetzt habe ich die Anzeigetafel aus dem Auge verloren. Kalispera, Brighton. Hello, Brighton. Ja, und Irland. Die griechische Jury. Here are the results of the Greek jury. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 point. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 point. Belgium, 5 votes. La Belgique, somit rückt Belgien ganz gewaltig auf an die zweite Stelle nach Schweden. Das ist eine kleine Überraschung. And Germany, 1 vote. L'Allemagne, 2 votes. Ja, der Gnadenpunkt für Deutschland. Griechenland und Portugal stehen derzeit noch ohne Punkte da. Thank you very much, Athens. Well, it looks quite exciting between Sweden, Belgium and Italy with the Netherlands coming up. Shall we go on to Ireland? Yes, we are good. Dublin. Diva, Katie, welcome. May I have your das war also jetzt die irländische Jury. Here's the voting of the Gaelisch begrüßt. Finland, 1 vote. La Finlande, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Royaume-Uni, 1 vote. Israel, 1 vote. Israel, 1 vote. It's getting monotonous. Sweden, 1 vote. La Suède, 1 vote. Luxembourg, 3 votes. Oh, thank you. Luxembourg, 3 votes. Monaco, 1 vote. Monaco,
un vote. Netherlands, one vote. Les Pays-Bas, un vote. Italy, one vote. Italie, un vote. That completes the voting of the Irish jury. Good night. Es nimmt ein bisschen Wunder, dass Griechenland bisher überhaupt noch nicht beachtet worden ist. Diese folkloristische Nummer, die Marinella gesungen hat, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, ganz am Anfang des Contests, ist doch eigentlich ein Favorit gewesen. Das ist jetzt die deutsche Jury. United Kingdom, two votes. Royaume-Uni, deux votes. Spain, one vote. L'Espagne, un vote. Sweden, two votes. La Suède, deux votes. Luxembourg, one vote. Luxembourg, un vote. Monaco, two votes. Monaco, deux votes. Holland, one vote. Les Pays-Bas, un point. And Switzerland, one vote. La Suisse, un vote. And that completes the voting of the German jury. Schweden ist noch nicht in großer Gefahr, mit 14 Punkten doch ziemlich weit vorne. Aber mit 10 Punkten liegen gleich drei Länder dahinter. All the way, we go to Portugal. Boa noite, Lisboa. Boa noite, Brighton. Hier ist die portugiesische Jury. Voici le résultat du jury portugais. Espagne, deux votes. Spain, two votes. Zwei Punkte für Spanien. Auch das ein bisschen überraschend, dass Spanien nicht weiter vorne liegt. Israel, two votes. Yugoslavie, un vote. Yugoslavie, one vote. Suède, un vote. Sweden, one vote. Mühsam nähert sich das schwedische Eichhörnchen. Monte Carlo, one vote. Pays-Bas, un vote. Wait just a moment. The Netherlands, one vote. Italy, un vote. Italy, one vote. Et ceci termine le vote du jury portugais. Bonsoir, Brighton. Bonsoir, Lisbonne. Merci beaucoup. Die Niederlande und Italien stehen mit 11 Punkten hinter Schweden mit 15. Hilversum. May I have your votes, please? Ist Hilversum, die niederländische Jury. Spain, one vote. Espagne, un vote. Das ist auch ein ebenso mühsam sich näherndes Eichhörnchen. Spanien. Grèce, quatre votes. Israel, two votes. Israel, deux votes. Sweden, three votes. La Suède. Na, da gibt's wieder einen gewaltigen Ruck nach vorne für ABBA. Good night. Good night. Thank you very much. Hilversum. Now we go to Sweden. And go afton, Stockholm. Good evening, Brighton. This Good is evening. Sweden. How nice. Die schwedische Jury. Very nice. Es gibt immer so ein kleines Wortgeplänkel. We give one point to Norway. Un point la Norvège. 2 points, Greece. Greece, 2 points. Greece, 2 points. Israel, 1 point. Israel, 1 point. Un point, Israel. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Netherlands, 3 points. Pays-Bas, 3 votes. Auch hier wieder ein gewaltiger Ruck nach vorne Ireland, für die Niederlande. 2 points. L'Irlande, 2 points. That makes 10, doesn't it? I think it does, yes. Jetzt müssen wir ein bisschen die Daumen halten für Portugal. Portugal hatte noch überhaupt keinen Punkt erhalten und ist als einziges weißes Feld noch auf der Anzeigentafel. Hier ist jetzt die spanische Jury. Könnte sein, dass jetzt vielleicht der Freundschaftspunkt für Portugal fällt. Hello, Brighton. Ganz weit weg, die spanische Jury. We're delighted to hear you. Can we have your votes, please? Vous voulez me donner vos votes, s'il vous plaît? Hello, Brighton. Oui. Madrid calling. Good. Here are the results of the Spanish jury. Yugoslavia, one vote. La Yougoslavie, un vote. Sweden, one vote. La Suède, un point. Luxembourg, one vote. Luxembourg, un point. Monaco, two votes. Monaco, deux votes. Ireland, two votes. Irlande, deux votes. Portugal, na, one sehen Sie. Vote. Das war der Freundschaftspunkt der Spanier für Portugal. Italy, two votes.
Italy. And this is the end of the Spanish voting. Thank you. Wenn ich also richtig sehe, dann ist Irland jetzt an der Spitze. Nein, nein, nein. Ja, ja, so ist es richtig. 10 Punkte also nur für Irland. Unbestrittene Spitze weiterhin, von Schweden gehalten mit 19 Punkten. Ja. Miss Boyd ging es genauso wie mir. Bonsoir Monte Carlo, puis-je avoir votre vote, s'il vous plaît? Bonsoir Brighton, ici Monaco. Monaco, mit seiner Jury. L'Espagne, 3 votes. L'Espagne, 3 votes. Spain, 3 votes. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Irlande, 1 vote. Ireland, 1 vote. Italie, 4 votes. Italy, 4 votes. 4 Punkte für Italien bringt natürlich dieses Land sehr weit nach vorne. Bonsoir Monte Carlo. Eine Giliola Cinquetti, die noch nicht genau weiß, ob sie glücklich sein soll. Between Sweden and Italy, so let's go on and see what happens after Switzerland have given their. Es nimmt ein bisschen Wunder, dass England so wenige Punkte hat, aber das sind nun mal die Juryentscheidungen. Jetzt ist die Schweiz an der Reihe. Voici donc les résultats du jury suisse. Royaume-Uni, 1 vote. Nein. United Kingdom, 1 vote. Suède, 5 votes. Das ist natürlich ungeheuer. 5 Punkte dazu für Schweden und ich glaube, dass damit Schweden Monaco, der erste Platz nicht mehr streitig gemacht werden kann. Monaco, 1 vote. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. Na, endlich kommen Sie von der kleinen Position 1 weg in Deutschland. Voici, ça fait 10 votes. Ceci termine donc le vote du jury suisse. Bonsoir, Brighton. Ganz aufgeregt, die Gruppe, aber aus Schweden. En Belgique, Brussels, are you there? Bonsoir, Bruxelles. Hier kommt jetzt die belgische Jury. No doubt about it, it's Sweden's way in the lead. Now have we Brussels? Yes. Bonsoir, Bruxelles. Bonsoir, Brighton, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Royaume-Uni, 1 vote. United Kingdom, 1 vote. Norvège, 1 vote. Norway, 1 vote. Yougoslavie, 1 vote. Yugoslavia, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Luxembourg, 1 vote. Kein Punkt Monte für Schweden. Monaco, 2 votes. Monaco, 2 votes. Pays-Bas, 1 vote. Netherlands, 1 vote. Allemagne, 1 vote. Germany, 1 vote. La Suisse, 1 vote. Switzerland, 1 vote. Italie, 1 vote. Italy, 1 vote. Et ceci termine le vote du jury belge. Bonsoir, Brighton. Bonsoir, merci beaucoup. And we come to our final jury, which is Italy. Jetzt kommt die letzte Jury an die Reihe, nämlich Italien. Good evening, Katie. Good evening. May I have your votes, please? Here are the results of the Italian jury. United Kingdom, 3 votes. Royaume-Uni. Damit drückt England doch wieder ein bisschen weiter vor, Israel, mit 14 Punkten jetzt, gleich Israel, wie Monaco. 3 votes, 3 votes. Yugoslavia, 2 votes. Yugoslavia, 2 points. And Luxembourg, 2 votes. Luxembourg, 2 votes. And that completes the voting of the Italian jury. Congratulations and good night. Somit sind alle Jurys jetzt durchgefragt und wir haben das Ergebnis auf der Anzeigentafel. Schweden ist der überlegene Sieger des Eurovision Song Contests 1974, aber mit ihrem Lied Waterloo. Und damit stimmt natürlich auch die Wertung, die die österreichischen Zuschauer heute telefonisch abgegeben haben. Der erste Platz für die österreichischen Zuschauer und der offiziellen Jury, unbestritten und ganz vorne, Schweden mit Waterloo. Die Chanson Eurovision 1974, c'est Waterloo, la Suède avec Waterloo, chanté par ABBA. Et pour présenter le Grand Prix, et au compositeur et à l'auteur, il y a le directeur général de la BBC et président de la EBU, UER, Sir Charles Curran. And to present the
Charles Curran, der Präsident der EBU, wird nun den schwedischen Beitrag prämieren und die Medaille des Eurovision Song Contest 1974 der schwedischen Gruppe, dem schwedischen Komponisten, überreichen, denn dieses ist ein Song Contest und nicht ein Performance Contest. Für Waterloo bekommt Benny Andersson und Björn Ulvaeus für die Musik und Stikkan Andersson für die Texte diese Medaille. Mesdames et Messieurs, des téléspectateurs et les auditeurs de l'Europe, I am delighted, both as Director General of the BBC and as President of the European Broadcasting Union. Ich freue mich sehr, sowohl als Direktor der BBC als auch als Präsident der EBU, gratulieren zu können den Gewinnern des Eurovision Song Contest 1974. They are, and I'm immensely relieved. Und hier kommen nun die Autoren. Es handelt sich hier offensichtlich nur um den einen. Von schwedischem Beitrag Waterloo, Benny Andersson. Thank you very much. Thank you again for that. Benny Andersson nimmt die Medaille entgegen, ruft offensichtlich ABBA auf die Bühne oder seinen zweiten Komponisten, denn das ist ein Lied, das von zwei Komponisten gemacht wurde. Björn Ulvaeus ist offensichtlich nicht da. Hier ganz groß die Medaille, so sieht sie aus. And after all that, it only remains for me to say goodbye to you, wherever you are, from all of us here at Brighton. Miss Boyd verabschiedet sich nun von allen Zuschauern in den 32 Ländern, in die der Eurovision Song Contest 1974 hinausgegangen ist. Und wir, meine Damen und Herren, wir verabschieden uns auch jetzt von Ihnen, bevor ABBA noch einmal den Winning Song präsentieren wird, Waterloo. Wir bedanken uns besonders herzlich dafür, dass Sie bei der österreichischen Sonderwertung mitgetan haben. In Österreich, für Österreich, für die Zuschauer in Österreich ist Schweden auch am ersten Platz gelandet. Und ich muss sagen, die Übereinstimmung der österreichischen Jury und der offiziellen Jury ist doch etwas, was milde stimmt. Hier kann also nicht mehr von Schiebung gesprochen werden, sondern hier hat der Geschmack, der gute Geschmack und der moderne Geschmack dominiert und gesiegt. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Mitarbeitern hier, bei Alfred Heger und bei Peter Barwitz, die die Telefonaktion erst möglich gemacht haben. Gute Nacht. Shelf. It's always repeating itself.